Hey, und weiter geht's auch mit Paper Mario und ja, ich werde diese Folge noch nicht zocken. Wollte ich das jetzt machen oder war es in den nächsten? Ich mach's später. Ich mach irgendwann noch. Irgendwann mache ich noch so eine kleine Folge, wo ich abgezockt werde von Casino, weil haben wir ja letztes Mal bekommen. Hier, na, die Silberkarte. Oh, ah, Artefakt. Stimmt, da war was. Oh, okay. Aber erstmal gucken wir mal Post ab. Vielleicht hat irgendjemand wieder einen Brief bekommen. Aber ich denke nicht, oder? Bombett hat noch keinen Brief bekommen. Und Paracari ebenfalls nicht. Aber Bombett kommt zuerst. Okay. Dann kommt Bombett zuerst. Staubtrockene Bahn. Okay. Brief an Bombett von der staubtrockenen Bahn. Oh, wie süß, dass Bombett auch mal einen Brief bekommt. Liebe Bombett, wir schreiben diesen Brief an dich. Der wertvollsten und exklusivsten Bonbon als bescheidene Anfrage. Zwar dauert es noch etwas, aber wir planen eine große Eröffnungsfeier für eine neue Teilstrecke zu halten. Wir denken, dass dieses Event zu einem Knaller wird, wenn wir auf deine exklusive Hilfe zählen dürfen. Ja, die Leute lieben Feuerwerk. Wir werden uns nochmals bei dir melden, wenn dein Abenteuer zu Ende ist. Hochachtungsvoll, staubtrockene Bahn, Transportabteilung. Oh, wie süß. Ja, ich möchte nicht nochmal lesen. Dankeschön. Oh, so, ja, bitte. Wir werden, ja, gut. Ja. So. Ja, dann gehen wir mal noch zurück zu Dingenskirchen. Nach. Ah, warte, nee, hier bin ich falsch, ne? Oh, warte. Oh, neu. Neu on? Oh, warte, ich habe es nicht gelesen, verstanden. Egal, ich kaufe einfach mal. Ich hab's ja. Ich hab das Geld, ja. Herzlichen Dank. Ja, was, von Zeit zu Zeit? Was? Warte. Ich habe jetzt nicht dadurch Orden verpasst, oder? Oder bekommt ihr die Orden wieder, wenn ich sie verpasst habe? Also ist es so. Ja, du hast eigentlich. Hast du nur so einen kleinen Zeitraum? Also quasi, dass ich das erste Mal auftauche und irgendwann aber sagt er, okay, ich bin immer noch nicht losgeworden. Und wohin geil? Ja, wohin gehe ich eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Kann ich hier nicht was machen? Ach, da fällt mir noch was ein. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hat mir der Sibi auch noch was erzählt. Ich gehe jetzt ja so oder so zum Stopp vorpassen. Denn der Sebi hat mir noch was erzählt. Ja. Der Sebi erzählt mir viel. Der erzählt mir viel, wenn der Tag lang ist. Aber noch mehr, wenn die Nacht länger ist. Ja. Auch wenn die Nacht eigentlich nicht länger ist. Aber er erzählt mir in der Nacht mehr als am Tag. Weil ich eigentlich nur hauptsächlich in der Nacht online bin. Deswegen, ja. Am Tag kann ich nicht so wirklich online kommen, weil ich ja sowieso Dingenskirchen bin. Da bin ich ja recht viel am Arbeiten mittlerweile. Hallo, na? Das ist etwas völlig anderes als unsere Arbeit im Palast. Wir sind hierher gekommen. Oh, meine Stimme. Wir sind hierher gekommen, um nach. Einen Augenblick, ich trinke mal kurz was. Verdammt. Wir sind hierher gekommen, um nach Spannung, aufregenden Abenteuer zu suchen. Aber es ist zu heiß. Ich fühle mich gefangen. So. Ich muss daran denken, das nicht schneiden, aber halt. Na? Zu stillen quasi. Also jetzt nicht mit der Brust stillen, sondern Dingenskirchen. Ich fühle mich völlig ausgetrocknet. Still, Mädchen. Die Hitze der Wüste ist nichts im Vergleich mit unserem Abenteuer nach Abenteuer. Solange wir zusammenhalten, können wir alles ertragen. Zusammen können wir es sogar schaffen, das gesamte Königreich von einer Seite zur anderen zu durchqueren. Ich habe hier im Staatsrat eine Frau, was viele seltene Sparwäsche. Und später halten wir an den staubtrockenen Ruinen. Wir werden viel zu erzählen haben, wenn wir wieder nach Hause zurückkehren. Ja, das werdet ihr. Das werdet ihr, meine Damen. So, was mir der Sebi erzählte. Hier irgendwo war das, ne? Lasst mich kurz schauen. Hier irgendwo da war das, oder? Ah, hahaha, ja, das erzählte mir nämlich. Tut mir leid, dass ich das nicht selbst herausfand, aber. Aber du, geht's dir gut? Bist du traurig oder frohgemut? Frohgemut kenne ich ja nicht. Die große Merlee, man mich nennt. Keine hübschere, man kennt. Großen Zauber, ich vermag. Doch umsonst ich ihn nicht sag. Das Glück war bisher heute dir sehr, hat's dich doch gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr geholfen, helfen kann, doch keiner weiß, ob oder wann. Willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Sieh ran, das ich mag sie. Hervorragend, genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Was? Oh, na, ich nehme mal lieber erstmal Minimagie.
So denn, wir sind bereit. Und jetzt geht's los. Ey, das hat sich nicht gereimt. Was machst du aber? Dreimal Mario. Ich habe Angst. Was hast du mit mir gemacht? Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns wieder. Irgendwann. Und was ist jetzt? Ja, okay. Der Sebi sagt ja, das ist... Lass dich weiter. Wenn diese Frau einen Zauber auf dich legt, kann dir das selbstverständlich sein. Zum Beispiel könnte man anders schlafen, Kaffee stärker werden. Oder aber du hältst mir mit zwei Ziegen. Aber auch noch andere, viel mehr gute Dinge könnten geschehen. Aber verlass dich nicht auf diesen Zauber. Er wird sicherlich nicht mehr wirksam werden. Der ganze Flüssel ist aber auch völlig pervers. Das ist ja, also Sebi nannte mir das als sein, oder beziehungsweise als das in Anführungsstrichen Pendant der Blume aus Super Mario RPG. Also wenn man einen Gegner getötet hat, dann hatte man ja die Möglichkeit gehabt, also dann, wenn RNG das sagt, einfach mal, ja okay, du warst ein netter Junge dieses Jahr, du bekommst ein Geschenk von mir. Dann hatte man ja drei? Ich meine, es waren drei. Einmal Angriff, also nochmal angreifen. Ja. Dann HP max, also maximieren wieder. Also besonders voll heilen. Und da war noch etwas, aber ich habe gerade vergessen, was das war. War das Angriff hoch? Ich meine, Angriff hoch gab es auch noch, ne? Ja. Der sagte, das ist ja so ähnlich. Ich habe ihn ja damals als Lügner beschimpft, weil das ja nicht in Kapitel 2 sei, aber ja, okay. Ja. Für dich habe ich das quasi nochmal nachgeholt, aber. Ja, ich werd sowieso nicht alles finden. Also, tut mir leid, ich bin leider sehr Dingenskirchen. Ja, ich kann nicht so gut suchen, um ehrlich zu sein. Außer ich spiele irgendein Metroid-Teil. Dann finde ich alles. Finde ich alles auf Anhieb. Ach, was für ein Jammer. Noch immer nicht der Funke eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wie traurig. Moment. Mario, das Artefakt, das du da in der Hand hältst, das er nicht in der Hand hält, meinst du, ne? Eigentlich. Es sieht aus wie, nun, es sieht sehr wichtig aus. Fühlen mich meine Augen, oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, na komm, bitte. Na, wir sind doch beste Freunde, ne? Ich kenne dich seit wie vielen Minuten? Ja, sagen wir mal, seit 63 Minuten, eine Stunde und 3 Minuten. Wir sind doch schon die besten Freunde. Wir haben doch schon 7 Bier zusammen getrunken. Oder 7 Biere. Wir kennen uns schon wie Brüder. Wir sind doch eigentlich schon Brüder. Ich meine, wir sind fast wie, ja, ne? Als hätten wir uns schon seit der Kindheit gekannt. Als ich noch in einem Ei war, haben wir uns schon gekannt. Ja, ja, ja. Würdest du es mir bitte überlassen? Ja, okay. Bitteschön. Ein Hoch auf Mario! Umwerfend, alter Junge! Ey, komm, so alt ist Mario bestimmt auch nicht. Der ist bestimmt so um die 30 vielleicht erstmal. Bestimmt. Wobei, ne, ich könnte mir sogar jünger vorstellen. Vielleicht ist er gerade so 25, 26. Okay, man müsste bedenken, dass... Also, zu dem Zeitpunkt, wie alt war Mario... Also, quasi, wie alt war das Franchise Mario? Das kam 2001 raus? Oder 2000? Kam das 2000 oder 2001 raus? Also, ich meine, original in Japan jetzt erstmal, ne? Denn das... Also, das kam ja... Mario kam, meine ich, 84. Das erste Mario-Spiel jetzt. Und nein, ich meine nicht Donkey Kong. Das ist kein Mario-Spiel. Und nein, das ist, da ist nicht mal Mario enthalten. Das ist Jumpman. Das sind zwei verschiedene Personen. Das, nein, 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 das darf man ja nicht zusammenschmeißen. Nur weil sie die gleichen Klamotten haben. Kann man nicht sagen, okay, das ist dieselbe Person. Nee, nee, nee. Jedenfalls, ich meine Mario Brothers, also nicht Super Mario Brothers, nicht für den Famicom, beziehungsweise für den NES hier dann. Ich meine jetzt wirklich Mario Brothers. Das Arcade Mario Brothers. Meine ich, kam 84 raus. Vielleicht 85. Nein, 85 kann nicht sein, weil da war schon, Dingenskirchen. Da kam ja schon Mario, also Super Mario Brothers kam ja schon für den NES, beziehungsweise Famicom halt raus. Sagen wir einfach 84, also wir rechnen einfach mal mit 84. Das wären dann 17 Jahre, die er dann schon leben würde, also als Franchise, ne? So, kam ja dann der erste Teil da raus. Oder? 17? Ja doch, sollten 17 sein, wenn ich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, das heißt, er wäre dann vielleicht 42.
42, 43 vielleicht. Wenn ich mit 25 über Brie liegen sollte. Ich meine, der könnte auch 30 sein, dann wäre er halt 47. Okay, mittlerweile ist er noch älter, logischerweise. Da müsste man einfach nur 13 Jahre hinzupacken, wäre er um die 50. Ja. Also doch, der ist eigentlich doch schon recht alt. Eigentlich schon. Aber da war der 17 Jahre alt, also das Franchise war 17 Jahre alt, also passt das schon irgendwie. Und wenn ihr was anderes sagt, ist es mir eigentlich egal, um ehrlich zu sein. Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sand mehr erheben, das sie verbirgt. Ja, natürlich. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, da hast du. Ein Sternsplitter, hurray! Nun hast du auch den Zauber der Wüste erfahren. Labe dich an der Erinnerung daran, alter Junge. Aber Mario ist definitiv jünger als der Herr Colorado. Definitiv. Da kann man nicht mal dagegen sagen. Ich meine, wie alt ist der Colorado? Das ist sogar unbekannt, so alt ist der. Niemand hat je seine Geburt miterlebt. Nicht mal seine eigene Mutter. Er war einfach da. Und das meine ich nicht im Sinne von, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wunderbärchen. So muss es doch sein, ne? Ja. Warte, apropos, stimmt, da fiel mir ein. Habe ich noch eigentlich OP übrig oder? Nein, habe ich nicht. Okay. Was nehme ich dann da weg? Vermeider. Tu mir nichts. Lass ich lieber drin. Den Erstangriff nehme ich wieder raus, weil der, wie gesagt, der erscheint mir so ein bisschen nutzlos. Und der Doppel... Der Griff? Doch, der Doppelgriff. Erscheint mir nützlich her. Von daher, apropos nützlich, wie viele Items habe ich eigentlich gerade? Oh, kaum was. Kann ich hier irgendwelche Pilze kaufen oder muss ich dafür nach... Toto. Nein, ich muss hier. Ich kann hier auch kaufen. Okay, warte. Nein. Was war das nochmal? Achso, Trockenpasta. Okay. Am besten wäre ja wirklich, wenn ich hier... ging es nicht, ne? So, ich kaufe mal ein paar Pilze. So, und dann noch Honigsirup. So. Ich denke, ich kaufe noch einen Honigsirup. So, ja. Ich kann aber mal den Furchtigel als auch Dingenskirchen wegpacken. Lagern. Ich kann noch einen... Okay. Die Schneepuppe kann mal weg, weil ich möchte sie noch nicht nutzen. Und natürlich auch der Furchtigel. Denn... So, vielen Dank, dass du das für mich aufbewahrst. So, jetzt kann ich gut mich heilen sogar. Aha! Jetzt sollte jeder Boss kein Problem sein. Außer natürlich, der zieht um die 50 ab. Dann ist das schon ein kleines Problem. Aber, naja, ne? Warte, ich hatte ja auch noch Briefe, oder? Ich hatte noch Briefe. Ja, man sagt mittlerweile Briefe. Nicht Briefe, sondern Briefe. Gumpapa. Gumpapa. So. Na los. Wo ist Gumpapa? Nein, Gumpapa. So wie man in Frankreich sagen würde. Papa. Nein, nicht Gumbario. Nein, Gumbario, hau mal ab. Du bist noch nicht im Superrang. Tut mir leid, aber du darfst noch nicht mehr. Du darfst nicht mehr raus. Hallöchen, Mario, wie geht es dir? Du bist Gumpapa, stimmt's? Mein Name ist Parakari. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe eine Sendung für dich. Einen Moment. Wieso für dich? Man sollte nicht so unhöflich sein. Außer die kennen sich natürlich schon, aber der fragt schon. Du bist Gumpapa, oder? Also, du bist es doch, oder? Ich weiß es nicht. Und da sollte man schon höflich sein und sagen, sind sie eventuell möglicherweise Herr Gumpapa Bario? Nein. Herr Gumpapa Bar? Quasi Bar als Nachname? Gumpa? Tut mir leid. Jedenfalls ja. Oder sind sie Herr Bar mit Vornamen Gumpapa? So hätte man das eigentlich machen sollen, aber naja, ist ja egal. Das ist ja schon mittlerweile zu spät, dass ich das überhaupt bemängel, weil... Ne, ich weiß nicht wieso. Ist es einfach schon zu spät, so. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Hey, danke, sehr verbunden, Herr Postoberpräsident. Oh, gute Nachrichten. Fischen ist mein Hobby und ein Freund schreibt mir, dass er eine Angeltour plant. Ich kann es kaum erwarten. Oh, tut mir leid, dich mit Arbeit zu überschütten, aber könnte ich dir wohl einen Brief anvertrauen?
Wenn es irgendwie im Bereich des Möglichen liegt, dann bring ihn doch zu einem Tod namens Mufti. Er hängt irgendwo in der Nähe des Palastgartens herum. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. Vielen Dank, den werde ich dann auch. Mache ich jetzt schon. Ja. Warte, ich muss ja sowieso Dingenskirchen. Ja. Der Merlon wollte ja auch noch einen Brief bekommen. Oder erwartet ja auch noch ein Briefchen. Von wem weiß ich nicht, aber er erwartet ja auch noch einen. Also kann ich auch mal noch zu ihm gehen. Aber erstmal zum Mufti, denke ich, oder? Ja. Ja, dann haben wir doch noch eine Folge, die sinnlos verbracht wird. Einfach ein bisschen Zeitquesten zwischendurch. Muss nicht sein, ich weiß, aber ich würde gerne zwischendurch auch mal Zeitquesten. Bist du Mufti? Du bist nicht Mufti, oder? Wie wär's mit einem? Okay, nein. Danke für den Tipp, aber ich weiß schon, dass ich nach jedem Kapitel gehe. Also zum Postamt gehe. Du wirst Mufti sein. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann. Denk doch nur, Alter, was denn noch hier war, Mario? Stricks alles von geschäftigem Leben erfüllt. Jetzt kommt niemand mehr hierher. Ich kann es zwar selbst nicht glauben, aber ich vermisse die Menge. Du bist auch Mufti, stimmt's? Mein Name ist Parakare. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment, bitte. Ja, bitte. Da hast du deinen Brief von Gumpapa. Und wieder wurde ein Brief. Oh, der ist von Gumpapa, dem alten Chaos. Wir beide haben die gleiche Denkweise. Es ist schon Ewigkeit her, dass ich ihn gesehen habe. Schon fast ein bisschen zu lange. Da fällt mir ein, ich will gerade einem meiner Freunde einen Brief schicken. Dein Timing ist perfekt. Das ist doch der Brief an meinen Freund. Sein Name ist Kuba. Er lebt im Kuba-Hai. Oh, die Stimmen, ne? Todstimmen sind sehr... Hä? Die gehen sehr auf den Hals. Würdest du ihm bitte diesen Brief zustellen? Er hält sich garantiert in der Nähe des Dorfeingangs auf. Er hängt gerne vor dem Tauthaus herum. Zwar besteht keine Eile, aber es wäre nett, wenn er ihn bald erhalten würde. Ja, mach ich dann. Aber dann kommt zuerst Merlon wieder dran. Muss ich danach noch jedem von ihm aus einen Brief geben? Ich hoffe nicht. Wenn doch, dann ist es nicht schlimm. Hallo Merlon. Oh. Verdammt, war seine Stimme nochmal. Mario, möchtest du, dass ich dir den Weg für deine Zukunft weisen soll? Das kostet nicht 5 Minuten. Kristallauge, öffne dich. Kaffee! Buttermilch! Aha! Coolio. Eine Disco-Kugel! Okay, dann halt nicht. Tief in einem finsteren Wald wartet er in die Dunkelheit auf deine Ankunft. Er gleitet durch die Luft, erscheint und verschwindet. Er zeigt dir den Weg. Cool. Wenn du willst, dass ich in deine Zukunft blicke, dann sprich. Sie sind doch Merlon, oder? Ja. Mein Name ist Parakabe, ich stelle Briefe zu. Hier meine Visitenkarte. So, Brief in Tauton. Wo war... Ja, glitsche ich einfach durch. Und wieder bla bla bla. Von wem ist der? Oh, meine Enkelin Merle. Sie ist vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Ach, sieh an. Oh, so. Interessant. Sie hat ihren Stall im Staubtraum vor, was tief in der Wüste eröffnet. Er befindet sich irgendwo abseits des Trubels. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir diese für einen Sternschmetter. Hurray, ein Sternschmetter. Woher habe ich das nur gewusst? Da gab es aber noch eine zweite. Ich weiß es wieder. Ja. Dafür muss ich wieder in den Garten rein. Es tut mir leid, dass diese Folge jetzt ein bisschen... Nee, wird. Kann ich überhaupt dahin? Ich kann dahin. Gut. Denn es gab ja noch, Merlina? Irgendwie so, ich weiß nicht, wie sie hieß. Die Sternsplitter tauschen wollte, oder war das, ein Verwandter von ihr, der irgendwie Sternsplitter haben wollte, für Orden. Nee, hier wird gesagt, kann ich die Tür öffnen? Ich kann sie öffnen. Leer. Schade. Was war hier nochmal? War da überhaupt was drin? Ah, sie haben die Technologie wieder mal gemeint, nur die Bestimmung ist es in die Zukunft gesehen, absolut alle. Ah, du bist überhaupt nicht eingebildet, ne? Nein, überhaupt nicht. Du musst umwerfend ausschauen, das ist eine Pflicht. So, und damit hätte ich ohne einmal... Ja doch, ich habe gestoppt. Es tut mir leid, ich bin... Ding ist geht nicht, ich weiß schon auch nicht mehr, was er...
Ich bin der berühmte Merlo. Vom Sternschnuppengipfel. Hast du ein paar? Ja, ich habe sogar für dich. Ja, ja, ja. Was kann ich dir geben? Kaffeesauger? Oh, nein, lieber nicht dann. Oh! Ha! Blumenregen nach einem... Oh, okay. Also wenn ihr empfehlt, dass du von einem Erdhaar... Oh, okay. Glück gehabt, hin und wieder werden Gegner Mario verfehlen. Okay. Schütze Mario vor Vergiftung und Verwirrung. Naja, hm. Die KP regenerieren sich langsam während des Kampfes. Genauso mit den Blumen. Okay. Zeig die KP... Ah, nee, das würde ich ungern... Also klar, das ist nützlich, aber ich würde die lieber untersuchen dann... Auch wenn das, eine Runde quasi vergeudet, aber das finde ich schöner so. Allein Stromschaden, okay. Hm. Also, Kraft Plus klingt sehr schön. Deswegen werde ich jetzt doch ein bisschen sparen dann. Ah, hast du eine Geschichte? Ja, doch, doch, doch. Ich spare für den, ja, wie hieß das Ding nochmal? Kraft Plus, meine ich, hieß das. Wird es wahrscheinlich irgendwie um die 50, Ordenpunkte kosten, aber das wird es wert sein. Da hoffe ich zumindest. Also ich meine, ich mache einen Schaden mehr. Weil macht der Hammer dann 6 Schaden oder macht der 5 Schaden? Hm. Das ist eigentlich eine sehr interessante Sache, die ich da überlege. Weil es könnte ja beides sein. Also jetzt nicht beides gleichzeitig, logisch, aber... Es könnte ja sein, dass der einfach dem aktuellen Schaden plus 1 gibt oder dem Urschaden plus 1. Das hieße nämlich, der Hammer hat ja den Angriff verdoppelt. Habt ihr jetzt neue Sachen oder? Ne, habt ihr nicht, okay. Der Hammer hat dir den Schaden verdoppelt, also sprich von 1 zu 2, bzw. von 2 zu 4. Wenn der Urschaden genommen wird, also sprich die 1, dann würde es ja heißen, dass er dann schon mit dem normalen Schlag 4 abziehen würde. Und dann mit einem richtigen Schlag würde dann ja, ich wollte hier eigentlich noch nicht mehr lang. Ist mir ein Geist erschienen. Du hast ihn doch auch gesehen, oder? Nein, habe ich nicht. Okay, ich habe ihn gesehen, aber... Nein, du musst ihn aber gesehen haben. Da drüben! Ja, siehst du, da ist keiner. Nein, nein, andere Seite! Da ist doch niemand, ey. Oh, ein Butler. Er ist im Wald verschwunden. Die sind nicht der Bunny überhaupt nie da. Oh, Mario, dieser Wahnsinn muss enden. Wird es bitte im Wald nach dem rechten sehen? Eigentlich wäre es ja mein. Aber ich kann aber nicht gehen. Ich hab zu viel Angst. Oh, Geister. Oh, bitte, ich bitte dich. Das wollte ich eigentlich noch nicht mal triggern. Tut mir leid. Ich sollte ja noch nach, Richtung Cooperheim gehen. Und dafür haben wir zum Glück diese Röhre. Denn mit der kann man ja auch Dingens kichern, ne? Nein! Ich wollte nicht nach Gumbafort, meine ich. Tut mir leid. Ist ja Gumbafort, nicht Cooperheim. Hier ist Cooperheim. So. Und ich trinke mal wieder ein bisschen Tee. Dafür, dass ich schon so. Es ist ja mal einfach lange aufnehmen, also jetzt ist ja schon. Die Folge ist ja schon fast zu Ende, ne? Der Tee ist dafür recht gut aufgehoben. Ich verstehe nicht, warum wir nicht in diesem leerstehenden Haus bleiben können. Das wäre so toll. Wir wünschen uns schon so lange ein eigenes Haus. Aber wenn der Besitzer des Hauses zurückkommt, haben wir wohl ein Problem. Aber wir können ja jederzeit zur Festung zurückkehren. Ach so. Du bist das, oder? Wie stehen die Dinge, Mario? Ich hoffe, es läuft alles glatt. Du bist auch Kufa, oder? Mein Name ist Parakari, ich bin die Post. Blablabla. Ja. So, Yasuin. Ja, ich weiß. Hey, danke. Du kommst zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Ich wollte gerade selbst einen Brief aufgeben. Ha. Oh, sieh doch mal, es ist ein Brief von Mufti. Wir beide haben immer die gleichen Gedankengänge. Er ist einer meiner Fischerkumpel. Ich kann dir sagen, wenn du noch nie fischen warst, solltest du es mal versuchen. Es ist ein wunderschönes Hobby. Und das stimmt wirklich. Es ist wunderschön. Komisch. Ich wollte gerade alle meine Freunde anschneiden und ihnen eine Angel vorschlagen. Sobald wir einen guten Angelplatz gefunden haben, werde ich einen Brief an Mufti schreiben. Nun, könntest du das für mich zustellen? Vielen Dank. Das ist für einen Freund von mir, der immer im Hafen von Toton angelt. Er ist ganz leicht zu finden. Vielen Dank nochmal. An Fischmail. Fischmail?
Fischmael? Ein Toad namens Fischmael? Wieso heißt ein Toad Fischmael? Ich meine, das ist der Standard, dass es ein Toad sei, oder? Wenn das der Fall war, dann... Wieso heißt der Fischmael? Ich habe zuerst gedacht, okay, Michael, okay. Also quasi als Anlehnung an Michael, aber... Hä? Ich hoffe, ich bin jetzt so richtig Richtung Hafen. Ich denke schon, oder? Hier soll der Hafen sein gleich. So, noch nicht ganz, aber hier sollte ich dann so richtig sein. Hier ist der Hafen. Wunderbärchen. Ach, du bist kein Toad. Ich guck mal nochmal nach, ob da wirklich... Da steht nicht Toad, oder? Also, was das für eine Rasse ist, sag ich mal. Der Brief an Fisch... Achso, nein. Ah, okay. Ja, okay. Schreit mich nicht an, bitte. Halt, still, verflixt doch mal. An den Haken mit dir. Tut doch gar nicht weh, du elender kleiner Zipfler. Jetzt reicht aber, ja? Ich werde mit dir Köder sein. Nimm deine Pfoten weg. Und jetzt. An eine Person, die am Hafen angelt. Ah, das müssen Sie sein. Ja, jetzt aber mal siehst du es ihn, ne? Mein Name ist Parakade. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment, bitte. Und wieder wurde ein Blablabla. Was ist das denn? Ein Klappautermann. Das ist ja von Kuba. Mufti sagte, er hätte auch einen Brief geschrieben. Sie alle sind im Angelfieber. Zeit für einen Ausflug. Du solltest auch mitkommen, Mario. Würde ich gerne, wenn ich darf. Ach, da fällt mir ein. Ich wusste, um einen Gefallen bin. Würdest du ihm das bringen? Wem? Naja, dem Kuba, der dir den Brief für mich gegeben hat. Kuba ist sein Name. Ja, ich weiß. Ich hab ihn ja schon. Ja, und passt. Ja, gut auf dich auch. Backtracking. Naja, wenigstens kann ich mich teleportieren. Also mehr oder minder teleportieren. Ich weiß, das ist nicht wirklich ein Teleport, aber es ist ja fast einer, ne? Ich kann ja wenigstens schnell reisen. Sagen wir so. Nennen wir es lieber schnell reisen und die Folge ist sogar schon fast zu Ende. Wow. Dafür, dass ich jetzt nichts gemacht habe, habe ich die Zeit gut verbringen können. Naja, ist ja egal, ne? So. Dann würde ich sagen, nochmal hier. Und dann könnten wir sogar die Folge wirklich beenden und dann. Ja, wäre das die falsche Ortsröhre? Ja, das wäre die falsche Ortsröhre. So, hier wollte ich natürlich reingehen, dass der Controller hat von selbst agiert. Ich habe da nicht runtergedrückt. Nein. Und hört auf, mir irgendwas anderes zu behaupten hier. So. Ach, du warst es, ne? Ja. Hier stehen die Dinge, Mario. Ich hoffe, es läuft alles glatt. Herr Kuba, Parakade hier. Ich habe deinen Brief. Einen Moment, bitte. Hier hast du ihn. Und wieder wurde ein Brief. Oh, danke, cool. Der ist von meinem Kumpel. Das muss die Antwort auf meinen letzten Brief sein. Wow, der wäre schnell, aber dann. Danke für die rasche Zustellung. Jetzt kann ich den Rest der Gang anschreiben. Ich freue mich schon darauf, mit allen meinen Freunden zu erfrischen. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Einen Brief habe ich schon fertig geschrieben. Hier, kannst du das für mich erledigen? Er geht an Mr. E., der in der Wüste lebt. Vermutlich hängt er vor dem Toadhaus herum. Er trägt einen blauen Turban. Du wirst ihn sicher gleich erkennen. Vielen Dank für alles. Okay, mache ich. Ich mache das noch zu Ende. Diese Quest wird noch zu Ende gebracht und dann werde ich die Folge beenden. Also wirklich, bis gesagt wird, nee. Also entweder bis ich nicht weitermachen kann oder bis sie nicht mehr wollen. Bis ich den Job fertig habe als Postbote. Kann ja passieren irgendwann, ne? Naja. So, blauer Toad, blauer Turban, Toad, blauer Turban, blauer Turban. Ich sehe keinen blauen Turban. Immer noch keinen blauen Turban. Ich sehe eine blaue Röhre, aber keinen blauen Turban. Sehe ich hier vielleicht einen blauen Turban? Nein, sehe ich nicht. Ja, ich sehe einen blauen Turban. Wobei, ja, ich liebe diese Stadt. Es ist mir egal, wie hart es neben der Wüste ist. Es ist nirgends schöner als zu Hause. Ich wurde hier geboren und werde hier auch bleiben. Sie sind doch Mr. E, oder? Mein Name ist Parakade, ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe da etwas für Sie. Einen Moment, bitte. Ja, hier hast du. Hier hast du, ja. Und wieder wurde ein Brief für... Ja, vielen Dank. Oh, sieht aus wie eine Bestellung aus Kuperheim. Mein Job ist es, Lieferungen vom Staubfall und Vorposten auszumachen. Der Kerl hier ist ein sehr guter Kunde. Er bestellt sehr viele Waren. Ja, das ist immer ein guter Kunde dann. Hey, würdet ihr mir wohl den Gefallen tun, das nächste Mal, wenn ihr einen Toad
Person sein, die sich durchzustellen. Er geht an Miss T. Sie wohnt dort. Sie ist eine von drei erstaunlich hübschen Schwestern. Üblicherweise findest du sie vor dem Dojo, wo sie mit ihren Schwestern plaudert. Vielen Dank. Okay. Ich weiß natürlich sofort, wer das ist. Ja. Warte mal, was? Hab ich da gerade? Wie sie hier eiskalt Hukas. Quizmo, hallo, na? Du warst gerade nicht hier, oder? Quiz! Und hier ist er wieder, ihr allseits beliebter Quizmaster, Wim Quizmo! Willst du es versuchen? Ja, möchte ich. Ist es Frage Nummer 4 oder kann ich es nochmal wiederholen? Frage: Welche Farbe hat denn die Hose des Gummakönigs? Ich sage blau und weiß diesmal. Ne, rot und weiß war es, ne? Ah! Stimmt. Ich habe das sogar noch Sebi gefragt. Ah, ich bin doof. Wie läuft das eigentlich ab? Also, da hat er nochmal die Frage gestellt. Habe ich jetzt wirklich einen Sternspiel jetzt quasi komplett verpasst oder? Ist er hier quasi immer wieder irgendwo in dieser Stadt, bis ich diese Frage halt wirklich beantwortet habe? Oder wie läuft das jetzt ab? Naja. Vor dem Dojo wurde gesagt, ich trinke nochmal einen Schluck. So. Wo war das Dojo? Hier war das, ne? Ich meine, eine Map weiter. Hier zwar, meine ich, oder? Nein, hier bin ich falsch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier das Dojo war. Muss ich dafür runtergehen dann? Anscheinend. Aber. So. Mal schauen. Ist denn hier unten noch was zu sehen überhaupt? Ja, ich werde dann in der nächsten Folge, werde ich dann Dingenskirchen machen. Nein, hier ist der Bahnhof. Hä? Ich bin verwirrt. Ich sollte mir mal eine Karte malen. Na, ernsthaft, ich bin schon so ein bisschen verwirrt. Das Dojo hatte, war halt so auf einer Treppe. Oder man musste halt an der Treppe vorbei. Oder halt, man musste eine Treppe steigen. Wie auch immer man das sagt, ich habe doch keine Ahnung. Ich kenne diese deutsche Grammatik doch gar nicht. So, hier bin ich wieder am Hafen, hä? Warte, ach, ich bin sowas von doof, tut mir leid, dass ihr so einen doofen Batz hier, Dingenskirchen, ertragen müsst, Quasimodo. Nein, Quasimodo ist kein Doofbatz. Ich bin ein Doofbatz. Nicht Quasimodo. Lasst den kleinen Jungen doch in Ruhe. Er hat euch so nichts getan. So. Warte, ist das vielleicht eine von euch dann? Hey, denkt ihr nicht auch, dass in letzter Zeit immer weniger Sterne am Himmel stehen? Weil so wenig Sterne werden niemals alle Wünsche in Erfüllung gehen können. Ja, absolut richtig. Glaubst du, Buzz hat endlich eine Möglichkeit gefunden, unsere Sterne zu stehlen? Oh nein, ich hoffe nicht. Ich habe so viele Wünsche. Ein Schwarm. Ja. Am meisten wünsche ich mir coole Stiefel. Nicht ihr. Oh, ey. Das ist eine typische Frau. Wirklich. Tut mir leid, aber das ist wirklich so. Und ich sage typisch. Nicht unbedingt, aber das ist wirklich ein starker Stereotyp. Und ich kenne viele Frauen, die diesem Stereotyp auch angehören. Deswegen darf ich das ruhig sagen. Bitte gib mir coole Stiefel. 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 Sonst wünsche ich mir nichts. Tihi. Okay, so drastisch kenne ich jetzt auch nicht, dass sie sagen, okay, gib mir einfach nur schöne Schuhe und ich bin wunschlos glücklich. Das kenne ich jetzt nicht. Okay, das ist jetzt sogar sehr hart dargestellt, aber, na. Ja, ne. Meine Schwester ist auch so auf jeden Fall. Also nicht ganz so, aber sie ist schon. Weil mittlerweile hat sich das auch nicht geregelt. Ist egal. Sie sind doch Miss T, oder? Das stimmt. Mein Name ist Parakari, ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe eigentlich für sie einen Moment. Hier hast du... Wer überhaupt? Ach, du bist Miss T, okay. Oder ist es egal, bin ich angesprochen? Und wieder wurde ein... Ja. Von wem ist der? Ich kenne den Absender nicht. Ach, ich bekomme ständig Liebesbriefe von Fremden. Ich bin so beliebt. Das nennen... Aber genug von mir. Ich bin froh, dass Sie gerade jetzt gekommen sind, Herr Postbote. Okay, nee, ich werde das doch nicht anscheinend. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Bringen Sie diesen Brief zum Ladenbesitzer vom Stockturm Vorposten. Ich bestelle viele Waren aus der Wüste. Dort gibt es viele gute Sachen. Es ist nicht leicht, so schön zu bleiben. Das ist harte Arbeit. Würden Sie das bitte zustellen? Danke. Ich möchte heute nicht 3 Stunden aufnehmen.
Nee, also wirklich, wenn ich die 50-Minuten-Marke erreicht habe, dann das ist. Ich werde maximal jetzt noch 16 Minuten aufnehmen. Und das auch nur, wenn die Quest bis dahin nicht beendet ist. Dann werde ich einfach da so beenden. Ich kann, tut mir leid, aber ich werde jetzt nicht 3 Stunden jetzt aufnehmen, um die Quest zu machen. Also ich werde wahrscheinlich schon diese 3 Stunden aufnehmen, aber. Naja, ne, ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Ich hoffe, das endet langsam. So. Wieso macht man so... egal. Nein, ich möchte nichts. Ah, Sie sind doch der Besitzer des Ladens. Mein Name ist Paul, ich stelle Brief zu. Ich glaube, ich habe einen riesigen Moment. Und wieder, ja. Oh, danke. Ah, eine Bestellung einer meiner Stammkunden. Wie schön. Sie ist eine meiner besten Kundinnen. Ständig bestellt sie irgendwelche Waren. Wenn es um Gesundheit und Schönheit geht, gibt es nichts. Und was Wüsten, Zitronen und Libetten übertreffen kann. Man findet sie in der Oase. Oh, wenn man daraus einen Satz vor. Oh, fast hätte ich es vergessen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte bring diesen Brief einem Bubu namens Frankie. Frankie lebt in einer Villa am Rande des Nimmerwaldes. Es mag vielleicht etwas schwierig sein, ihn zu finden. Danke. Okay. Die Quest ist, ich sage mal in Anführungszeichen, vollbracht. Denn jetzt muss ich ja zum Nimmerwald, wo ich sowieso hin wollte. In der nächsten Folge. Tut mir leid, aber... einfach nur... Eieiei. So. So, hier kann ich doch vorbei, ne? Für den Nimmerwald. So, ist hier dann ein Speicherpunkt? Es ist ein Speicherpunkt. Gut. Das heißt, ich werde dann hier endlich mal... Ja... Ihr habt jetzt 8 Folgen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Vielleicht habt ihr 7 oder 9. Ich weiß nicht, irgendwas um den Dreh. Und nochmal speichern, komm. Und ich sag mal so, das sollte jetzt erstmal reichen für dieses Wochenende. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen mehr geben. Ich hoffe es zumindest, dass ich es schaffe. Ich sollte es schaffen, diesmal sogar. Denn ich habe ja nächste Woche frei. Also ab Montag, wenn ihr diese Folge sehen solltet. Also ich am Montag habe ich komplett frei, aber dann muss ich nicht in der Nacht arbeiten erstmal. Zum Glück. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank wirklich dafür, dass ihr jetzt euch diesen Marathon ergehen lassen habt. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ansonsten hättet ihr das nicht gemacht, denke ich. Aber ich wünsche euch trotzdem noch einen traumhaften Tag. Tschüss!